Hallo Leute, und da wären wir wieder zurück bei Mondschein. Und diesmal, keine Sorge, ich werde mir Mühe geben, es besser zu schneiden, denn letztes Mal ist es doch dann schon irgendwie ein bisschen arg anstrengender geworden, was das mit Kämpfen betraf und... Oh, ich sollte vorsichtiger sein. Und Werte, Punktverteilung und so weiter und so fort. Also gut, unser Ziel ist jetzt erstmal, ein paar Items zu finden. Und ich bleibe bei Bruder Alkohol und Schwester Galle. Wie auch immer. Und hier kommt mir vorbei, wenn ich mich erinnere. Ja, genau. Und ja, dafür müssen wir jetzt noch ein paar Items hier finden, bevor wir so ein Quest beenden können. Und das machen wir doch mal gleich. Aber erstmal muss ich hier, ne? Ihr wisst schon. Ich werde ab sofort... Ah, schneiden! Yay! Der Kampf wäre vorbei und Wertpunkte sind verteilt. So werde ich das nämlich jetzt ab sofort gestalten. Und hallo Gegner. Du bist unausweichlich für mich? Ja, das bist du. Yay! Frisch. Nur irgendwie... Oh Gott, erstmal wieder Kampf. Ja, bis gleich. Oh, das sind wie kleine Gehirnaussätze, die man irgendwie hat. Immer jetzt Stop and Go quasi zu machen. Und... Das muss ich eigentlich fast gar nicht mal auf Wiederaufnehmen zu klicken, aber naja, was soll's. Bis gleich, Leute. Zim! Nervige Kämpfe sind nervig. Oh Mann. Oh. Alter, bis gleich. Hi. Ja. Wir müssen irgendwie neue Orte in dieser Höhle entdecken und dafür müssen wir erstmal diesen Schleim entflecken. Wie auch immer, es hat sich gereimt. Bis gleich. Okay. Ja. Was wollen wir jetzt tun? Wir können unten lang, wir können rechts lang. Gehen wir mal unten lang. Ja, warum nicht, ne? So, ja, wir gehen mal unten lang. Hier war noch so ein Gegner und mal gucken, was hinter ihm ist. Aber erstmal tschüss. Und ihr könnt euch jetzt schon mal merken, wenn es kein Einblenden mehr gibt, dann heißt es wahrscheinlich, dass wir ein Level erreicht haben und ich das gerade Wertepunkte verteilen habe und so bla bla. Ein Werte... Warte mal. Moment mal. Sag mir nicht, das ist der Wertering, den ich dafür 100, was ich was, 1000 kaufen konnte. Das wäre jetzt irgendwie gerade ein bisschen erschreckend. Ach, wo ist denn der? Alle Wert plus 70, alle Wert plus 100. Holy. Cool. Den werde ich aber... Werde ich den Sif geben? Ich bin gerade überlegen. Ich werde den Finn geben. Erstmal, ja. Und ihr müsst wissen, es gibt diese Spezial-Items hier. Zweifacher Schaden auf Gegner gibt es. Den hat nur Finn. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Schnitzeln auf einen Gegner machen würde, würde das halt quasi doppelt so viel abziehen, wie es eigentlich abziehen würde. Aber es ist irgendwie dumm, weil so ein Wertering ist auch viel besser. Ich meine... Da kann ich zweimal quasi schon in derselben Zeit angreifen. Und macht damit ja auch noch mehr Schaden, irgendwie so in der Art ungefähr. Egal, so. Cool. Aha, Schlange. Wertering lohnt sich. Auf jeden. Und jetzt gehe ich mal nach rechts lang. Oder? Kann ich hier vorbei ohne Kampf? Nein, wäre schick nicht. Okay, das nicht. Okay. Nein, kein Level up. Wir sind alle Level 37 und wir sind froh. Und glücklich wie die Maus im Haferstroh. Wow. Bis gleich. Yep, und diesmal hat Key ein Level erreicht. Level 38, hurra. Und hier, ne? Wir hören uns eine Tür. Irgendwo ein Geheimnis hier? Was ist ein sehr mysteriöser Höhlenraum? Was ist denn hier? Ist hier gar nichts? Wie denn? Wieso denn? Warum nicht? Hä? Das ist blöd. Oder vielleicht müssen wir den Schalter irgendwie umschalten. Egal, es ist irgendwie gerade ein bisschen verwirrend. So, egal. Schauen wir noch weiter nach mysteriösen Räumen uns um, oder so. Ja. Hier raus erstmal. Dam di dam. Schleimmonster. Dam di. Blalalalap. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob es hier noch eigentlich so viel Auswahl gab. Von wegen aus... Ja, okay, doch. Da unten gab es einen Weg. Und ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier nicht runtergehen können. Egal. So. Ach ja, genau. Hier war es. So, hier oder hier sind wir jetzt. Ah! Yay, Finn ist Level 38, too! Okay, über die Brücke können wir nicht, was irgendwie sehr tragisch ist. Das ist jetzt sehr tragisch, ja, das ist jetzt sehr tragisch. Okay, genau. Gucken wir erstmal rechts rein, oder? Ja, gucken wir erstmal rechts rein. Sieht so aus, obwohl... Nee, es sieht nicht so aus, ob wir uns hier vorher schleichen können. Also, rein da. Yay. Wow, das war jetzt eigentlich rechts genau lang. Wow, fast übersehen. Ich hätte ihn fast übersehen tun. Schöne Höhle. Ja, heil. Bitte, klares, kaltes Wasser kosten. Dankeschön.
So, dann sollten wir jetzt uns... Warte, was hatten wir nochmal für Items? Ich dachte, wir brauchen noch ein Holz und noch ein mysteriöses Item. Vielleicht finden wir es schon sehr bald. Dann wisst ihr, welches das ist, aber... Wir brauchen diese Items, um einen gewissen Mann... die als Spiel wird ihr vielleicht noch verstehen später. Einen gewissen Mann müssen wir damit helfen. Holz, yay! Es fehlt nur noch dieses mysteriöse Item. Und dann müssen wir noch diesen Mann finden. Nee, der Ort kommt mir nicht so bekannt vor. Ich gehe mal unten lang. Der ist mir noch nicht allzu bekannt. Also, die Evil Monster! Ups! kein Level Up, aber ich habe irgendwie das Rauszoomen, also das Einblenden vergessen aufzunehmen. Komm ich hier vorbei? Nein! Wusch! Okay. Und da rein. Und hier ist nichts. Oder doch? Doch, hier ist was. Aber erst nach oben. Ach ja, das ist ein Stein. Ist hier was Besonderes? Ne, da rechts kommen wir raus, wenn wir dies und das machen. Und wo sind wir hier? Wenn wir da und hier. Aha. Aha. Muss mich mal kurz. Ah, eine Schatztruhe. Das ist gut. Karotte! Da hätten wir jetzt ein mysteriöses Item gefunden, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Sehr schön. Wunderbar. Okay, hier vorbei. Ja! Okay. Ich zeig nochmal die Items. Vielleicht damals jemandem wenig vielleicht helfen sollte. Wir haben Kohle, Holz, einen Topf und eine Karotte. Und wir sollen einem gewissen Mann helfen. Vielleicht damals bei jemandem, vielleicht auch nicht, weil ich glaube, mir wird es nicht damals. Aber egal, was soll's. Schlange! Okay, das war übertrieben Geräusch, aber egal. Ha, Schalter! Warte, nein. Moment mal. Was haben wir mit diesem Schalter bezweckt? Haben wir jetzt eine... Oh, bei der Tür rechts immer schon. Interessant, interessant. Alles klar. Öffnen wir, ja klar. Benutzen wir auch diesen Schalter, warum auch immer. Und schauen wir, was wir damit bezweckt haben. Hoffentlich haben wir was bezweckt. Wäre schön. Konnten wir hier damals schon? Ja, konnten wir. Okay, die Höhle verwirrt mich langsam etwas, obwohl ich eigentlich nicht irgendwo jetzt großartig mich verlaufen tue. Hä, was rede ich hier wirklich gerade? Warte mal, hier war ich schon mal. Ich wollte in eine andere Höhle. Hier war doch irgendwo noch so ein Weg, wo man nach rechts gehen konnte und dann war da irgendwie nichts. Ach ja, es war etwas weiter unten. Ich werde da nochmal reinschauen. Kommen wir jetzt hier rein? Nein. Blöd. So, hier. Vorsichtig vorbei. Okay. Und was gab es hier nochmal? Hier kommen wir jetzt zu dieser Dreierabzweigung und da rechts jetzt. Ja, genau, hier. Hier rechts würde ich gucken, denn da gab es einen Weg zu einer Höhle, wo einfach nur eine Höhle war. Und sie war höhlig. Weiß nicht, da war nichts. Ihr erinnert euch vielleicht. War ja irgendwie erst vor 2 Minuten oder so. Für mich war es 20 Minuten her oder so. Oh nein, hier ist still nothing. Okay, wieder raus. Miau, miau, miau. Ich frage mich immer noch, was wir mit diesem Schalter getan haben. Egal. Nein, wie sag ich immer da? Egal. Egal. Gut. Gucken wir doch mal wieder dorthin, wo wir vorhin waren. Gucken wir mal dorthin. Vielleicht finden wir ja dann den Weg zu diesem besonderen Mann. Dem besonderen Mann, dem wir etwas geben wollen. Und dadurch helfen wollen. Oder so. Dabidui. Da, nein, da wollen wir nicht lang. Nö. Obwohl, nö, doch, wir gehen da lang, aber ja, einen anderen Weg, weil der Kampf da rechts hat mir eben schon gesagt, ich würde gegen einen Latzmann kämpfen. Latzmänner sind blöd, sind kein One-Hit-Opfer, deswegen sind sie blöd. Hier ist aber kein Latzmann, aber ich muss hier, komm ja auch der gleichen Stelle raus, also versuch's einfach mal. Also, bis gleich. Boah, okay, Oh, ja, der Weg sieht richtig aus. Cool. Dann mal hier, oh, sogar ein Speicherplatz. Cool. Okay, wir müssen da vorbei. Na gut, was soll's. Also bis gleich. Wow, nur mal kurz zum Reinschauen. Das ist die absolut hässlichste Kombo, die es überhaupt geben könnte. Wow, die absolut hässlichste Kombination überhaupt in dieser Höhle. Egal, ich mach sie mal eben fertig. Bis gleich. Und bei diesem Kampf hagelte es wirklich heftig Erfahrungspunkte. Deswegen hat er auch hier ein Level erreicht. Aber was speichern wir denn mal? Über... Ach, da waren wir noch 30. Junge, 30. Jetzt sind wir schon mittlerweile 39. Eispass, extreme Kit, betreten auf eigene Gefahr. Alles klar. Nach oben. So. Lasst mich zu einem gewissen Mann. Okay, würde ich wirklich so heftig leben? Findet jetzt 402. So, merken wir uns.
Merken wir uns, ja. Ja, eisig kalt. Und Finn hat 437, okay. Nein, wir sind so hohes Level, dass wir wirklich jetzt noch Leben dazu kriegen. Kalt ist uns wirklich nicht. Oder kalt ist uns keine, Kälte ist uns keine Schwäche. Oh, was ist denn das? Das ist ja ein weißer Klumpen auf einen weißen Klumpen. Hey! Mann! Brauchst du Hilfe? Schneemann, oh Gott, ich hab meinen Hut verloren. Ich kann ihn nirgends sehen. Selbst wenn er hier wäre, du hast keine Augen, also kannst du ihn nicht sehen. Oh Gott! Wo sind meine Augen? Ich kann sie nicht anfassen. Wo sind sie nur? Apropos anfassen, du... Oh Gott! Wo sind meine Arme? Wo wir gerade beim Thema sind. Hattest du auch mal eine Nase? Oh Gott! Meine Nase, meine wunderschöne Nase! Ich bin ein Krüppel, ein Krüppel! Bam, bam, bam. Ach, hätten wir doch nur etwas Kohle, etwas Holz, einen Topf vielleicht, als Hut und einen Stock oder zwei Stöcke, vier Eimer da. Ach, egal, mal gucken. Könntest du mir meine Krüppel und Kolonel Kapitale bringen? Ich glaube, ich habe sie letztens meinen Klassen... Was? Ich habe sie letztens... Ich glaube, ich habe sie letztens meinen Klassenausflug in der Höhle ver... Ja, da ist ein Rechtschreibfehler drin, meine Freunde. Das heißt beim, oder? Klassenflug? Ausflug in der Höhle verloren? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es falsch. Klassenausflug? Natürlich. Oder glaubst du, wie Schneemann, da bräuchte ich keine Bildung? Schon in Ordnung. Wenn ich zufällig über eine Teile stolpere, bringe ich sie dir vorbei. Zufällig. Ja, wir sind irgendwie schon zufällig rübergestolpert. Hier. Natürlich. Hier. Oh, wie habe ich euch vermisst. Kommt zu Papa, meine Teilchen. Yay! Hier nimmt dies das Zeichen meiner Dankbarkeit und nun verschwindet. Bam. Okay, was ist hier drinne? Schatzschlüssel. Bin nur ein Schneemann. Hier gibt's nichts zu sehen. Hupsch, husch, weg mit euch. Alles klar. Danke, Herr Schneemann. Und wir haben einen Schatzschlüssel dann erhalten. Und ich hoffe, die Gegner sind jetzt nicht gerade alle respawned, weil das wäre jetzt richtig kacken, eklig, hässlich, ich frissen und besenmäßig, scheiße mäßig, schwer. Nee, einfach nur nervig. Nicht schwer. So. Bitte, Gegner, seid nicht respawned. Für euch kann es ja egal sein, aber für... Ach, danke. Bitte, dieses Spiel hat etwas Gnade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nett. Das ist einfach nur nett. So, wir gehen jetzt zu einem gewissen Ort zurück. Hier ist es falsch, nebenbei so gesagt. Vielleicht wisst ihr es ja schon. Wir haben einen Schatzschlüssel. Na gut, vielleicht wisst ihr es auch nicht. Nein, es ist... Nein. Ihr denkt vielleicht, das war diese... Ja, Kiste. Aber es war sie nicht. Nein. Dieser Schlüssel ist für eine Tür. Für eine einsame Tür. Wow, die wir schon mal begegnet sind. Ihr wisst schon. Da gehen wir jetzt hin. So. Sollte auch nicht so weit entfernt sein. Nö, es war hier eine Abzweigung links und ja, ich hab voll die Peilung. Das finde ich gut. Das finde ich mal mit Ausnahme. Es fängt. Nein, das ist immer gut. Ich wollte schon sagen, ausnahmsweise finde ich das gut, aber ich. Ich hab sie nun mal ausnahmsweise. Das wäre richtig, aber. Ach, egal. Ich laber verwirrendes Zeug. Halt die Klappe. So. Okay, ja. Ich hab grad halt die Klappe zu mir selbst gesagt. Egal. Weil diese Höhle ist so gerade so lang und ich bin es nicht gewohnt, keinen Stopp zu machen in dieser Höhle, weil ich eigentlich ständig kämpfen muss. Na egal, was soll's. Ich hab schon wieder egal gesagt. Ich sag einfach gut. Was soll's. So. Und hier gehen wir einfach an dem Wasser vorbei, weil wir voll geheilt sind. Glaube ich zumindest. Ich frage mich einfach nur, was hinter dieser... hinter dieser Pforte ist. Mensch, mal wieder was Spannendes in einem Mondschein-Part. Yay! Weil wir ein Ziel haben und so. Cool. Speichern. Aber da. Irgendwie. Wegen Liebe und so, ja. Mysteriöse Tür. Wir werden dich jetzt öffnen. Der Schlüssel passt. Na, nichts tun. Natürlich aufschließen. Drei wunderbare Truhen. Hier ist Kuhakus Reif. 10, 100? Nee, Moment, ich muss da kurz hier abziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5? Ach, egal. Es sind auf jeden Fall viel Geld. Angriffsbrecher. So, 2 Items und viel Geld. Wir haben wirklich verdammt viel Geld. Wir können uns 5 Werteringe kaufen. What the fuck? Irgendwann meinte doch mal, wenn du Werteringe hast, dann ist GG. Good game. Aber mittlerweile, ne? Ihr wisst schon. So, erstmal gucken, was haben wir hier? Wir haben noch eine Karotte. Hat er. Okay, er hat die Items einfach mal nicht angenommen. Okay. Das ist nicht so gut für den Spielemacher gemacht, aber was soll's. Wo sind die Items jetzt? Ach, das ist ja, die sind hier unten. Oh, ich bin so blöd. Halbiert. Wow! Halbiert jeden Angriff, also jeden Schaden. Automatische Verwendung von Kuhaku-Träne. Also heißt, falls jemand sterben würde und er trägt diesen Reif, wir verlieren die Kuhaku-Träne aus unserem Inventar, aber er ist wieder da. Wow, das ist mal very nice. Frage ist nur, wen geben wir die Kuhaku-Träne? Den Reif.
Und wen können wir den Angriffsbrecher geben? Ja gut, das ist eine Ausrüstung. Abwehr. Jo. Ah, das ist jetzt eine gute Frage. Nur halben Schaden. Finn nimmt noch so viel Schaden. Okay, dann werde ich jetzt Finn den Angriffsbrecher geben. Halbiert ihr den Schaden. So. Und was hat er davor? Ja gut, das mache ich. Und oder? Ja, ja, doch, das mache ich so. Und Sif gebe ich den Kohaku-Reif, weil sie stirbt ziemlich oft und wir brauchen sie am Anfang. Ja, das finde ich so gut eigentlich. Oh, das finde ich ganz gut so. Aber falls ihr irgendwie Änderungen, Vorschläge habt, von wegen, nö, gib lieber den noch den Reif oder gib ihn den Angriffsbrecher. Sagt es mir ruhig. Vielleicht irre ich mich da auch in meiner Verteilung. Egal, was soll's. Das war's für heute mit Mondschein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin draußen.